wir spielen jetzt gleich mal durch, was passiert, wenn es zum Beispiel auf der Nord-Süd-Achse einen schweren Verkehrsunfall gegeben hat, wenn eine Person in einem Wagen eingeklemmt ist, was die Rettungssanitäter der Feuerwehr, was die Notärzte vor Ort schon leiten, bis der Patient da mit dem Hubschrauber abtransportiert werden kann. Und zwar ist bei uns jetzt der Notruf eingegangen über die 112 in der Leitstelle der Stadt Duisburg. Es werden zeitgleich alle Rettungsmittel alarmiert, Rettungsdienst und Feuerwehr, die technische Hilfeleistung durchführen. Es geht sofort ein Trupp vor, kümmert sich um den Patienten. Wir messen den Puls per Hand, schauen uns den Patienten an. Wir können ihn ja ansprechen wie ein normaler Ersthelfer. Wir sind natürlich alle geschult und wir haben die Gerätschaften nicht mit. Aber wir können doch einschätzen, inwieweit der Patient stabil oder instabil ist. Der Patient ist bewusstlos, hatte einen schweren Unfall. Wir sehen natürlich die Verformung an dem Kfz. Gehen wir mal davon aus, dass er auch Knochenbrüche hat oder Wirbelsäulenverletzungen. Damit, wenn wir nachher mit dem technischen Gerät an diesem Auto arbeiten, der Zustand des Patienten sich nicht verschlimmert, wird das Auto sozusagen stabilisiert. Warum holen Sie den nicht dann sofort da so raus? Wer schon mal einen Arm gebrochen hat, den bewegt man nicht mal eben von alleine aus, sondern man muss da wirklich medizinisch darauf achten, dass der Zustand des Patienten sich nicht verschlechtert. Diese Zeit und diese Gerätschaften, diese Ausbildung haben wir. Das erste Gut ist wirklich der Patient. Es wird geschaut, dass er sich nicht bewegt, dass wir ihn nicht bewegen, egal was wir machen. Und dafür haben wir halt diese Schneidgeräte, um das Auto von den Patienten wegzuschneiden. Der hat Todesangst. Das ist alles sehr, sehr unangenehm und alles neu. Der weiß nicht so wirklich, was wir machen. Wir erklären dem aber jeden Schritt. Wenn wir aber merken, der Patient verpaktet nicht, dann ist es besser, ihn wirklich schlafen zu legen. Das ist der sogenannte Spreizer. Damit kann man spreizen. Man kann aber auch etwas zusammendrücken. Und zwar drückt der Kollege jetzt den Kotflügel zusammen, damit man vorne zwischen Kotflügel und Tür einen größeren Spalt bekommt. Das wird man nachher gleich sehen. Dann können wir mit unserem Schneidgerät da besser rein. Wir machen jetzt eine größere Öffnung, damit wir den Patienten besser begutachten können. In den meisten Fällen sind die Beine eingeklemmt im unteren Fahrgastraum. Und jetzt machen wir eine Zugangsöffnung. Obwohl das knallt und zischt, bewegt sich das Auto nicht und der Patient auch nicht. Wir müssen natürlich auch vorher uns Informationen holen, um was für ein Autotyp handelt es sich. Wo sind da die Zugangsmöglichkeiten für die Feuerwehr? Da gibt es die sogenannten Rettungskarten bei neuen Fahrzeugen. Der eine oder andere wird das schon kennen. Bitte lassen Sie die unter der Sonnenblende. Packen Sie die bitte nicht in den Seitenfach oder ins Handschuhfach. Wir von der Feuerwehr haben keine Zeit, das Auto zu durchsuchen oder kommen auch gar nicht mehr dran, weil das Auto so verformt ist. Die Sonnenblende ist in den meisten Fällen nicht kaputt und wir wissen, wenn es eine Rettungskarte gibt, dann an der Sonnenblende. Haben Sie keine, seien Sie so gut, drucken Sie sich eine im Internet aus und heften Sie an die Sonnenblende. Dann wissen wir, wo wir an welchem Auto rumschneiden. Gerade für große PKWs, sei es mal Modell BMW, Mercedes, Volvo. Und da ist man dann auch schon länger beschäftigt irgendwie mit den Schneidgeräten und Spreizern. Muss ich ganz klar sagen, definitiv ja. Es ist ein Unterschied, ob ich vier Punkte auseinandernehme oder eine neue S-Klasse. Das ist definitiv so. Der Patient wird niemals alleine gelassen, weil er kann jederzeit Kreislaufstillstand bekommen, ohnmächtig werden, hat Beschwerden, der gibt uns natürlich auch Rückmeldung. Aua, da tat weh. Dann wissen wir, okay, da müssen wir aufpassen. Wird immer von der Maximalverletzung ausgegangen. Der Patient hat mehrere Verletzungen innerer Art oder Knochenbrüche, Wirbelsäulenbruch, ist ohnmächtig, oder der Kreislauf funktioniert nicht mehr so gut. Dürfen wir keine Panik bekommen. Wir können sowas behandeln in dem Auto. Das läuft jetzt alles zeitgleich, würde das ablaufen. Es ist auch alles strukturiert, es wird auch keine Hektik kommen. Hier kommen bei der Feuerwehr und beim Rettungsdienst, wenn die kommunizieren, immer nur Schlagwörter. Hier wird kein Diskussionsforum aufgemacht, jeder weiß, was er zu tun hat. Das wird Hand in Hand erarbeitet. Sollte irgendwas sich verändern, wird das ganz laut gesagt und dann weiß das auch jeder. In der Zwischenzeit jetzt, wo der Patient hier rausgeschnitten wird, versucht die Leitstelle oder auch der Notarzt, ein aufnehmendes Krankenhaus zu finden mit Maximalversorgung. Weil mit so einem schwer verletzten Patienten, tut mir leid, aber können Sie nicht in jedes Krankenhaus fahren. Da muss schon ein Krankenhaus sein, die auch die ganzen Gerätschaften und die Ärzte auch vorhalten. Früher wurde immer eingepackt wegfahren. Heute bleiben wir an der Einsatzstelle und machen den Patienten fertig, transportfertig. Wir sind eine kleine fahrende Intensivstation. Der wird kreislaufstabil gemacht und dann fahren wir ihn ins Krankenhaus. Dort erwartet uns ein Riesenteam an Ärzten und Schwestern. Die Kollegen haben sich jetzt für die Möglichkeit entschieden, den Patienten entweder übers Dach nach oben rauszunehmen, zum Beispiel über eine Drehleiter, falls sie noch hier wäre, über einen Kran. Klingt spektakulär, aber diese Möglichkeiten gibt es, sie werden auch ab und zu mal genutzt. Oder hinten durch den Kofferraum und da stört der Kofferraum und auch das Dach. Und das wird dann mit einem Schneidgerät, wie man hier sieht, das ist eine Schere, eine Rettungsschere, werden die Holme geschnitten und dann wird das Dach nach hinten weggeklappt.
Die Gerätschaften sind mittlerweile auch nicht mehr so laut. Da laufen natürlich auch Motoren. Man ist sich bewusst, dass jeder Lärm, jeder Ruck, jeder Schrei auf den Patienten einwirkt. Wenn der da wirklich um Leben und Tod ringt, hat der Angst, der hat richtige Panik. Und wenn sie dann da rumschreien, ich weiß nicht, was ich hier mache, ich weiß hier nicht, wo ich schneiden soll, das gibt natürlich kein sicheres Umfeld. Wir wissen, was wir tun und die Gerätschaften, wie gesagt, sind auch leise. So ein brummender Motor die ganze Zeit neben dem Schädel zu haben, wenn man da einigermaßen bewusstlos drin sitzt, ist natürlich nicht so prickelnd. Die Gurtverstraffung ist verstärkt worden und da kommen wir nicht durch. Dann heißt, wir müssen neu einsetzen und halt höher schneiden. Sie sehen, da drin hängen jetzt noch Kabel, das ist das Nächste, was jetzt stört. Also das ist nicht mal eben alles so einfach. Das gab es halt früher beim alten Opel Ascona, gab es das nicht. Und vorne wird nicht geschnitten, das Dach wird jetzt einfach nur umgeklappt. Ja, es gibt mehr Möglichkeiten, entweder komplett weg, dann kann ich ja wirklich komplett weg auf die Schrottablage legen oder nach vorne wegklappen, wie in dem Fall. Und da die Kollegen unten geschnitten haben, kann man direkt die Frontscheibe mit wegklappen. Man kann auch die Frontscheibe raussägen, aber das machen wir jetzt in dem Fall nicht, weil das schon viel Glasstaub verursacht. Ja, so ein Dach ist schwer. Das ist wirklich schwer. Die Kollegen haben sich dazu entschieden mit dem sogenannten Spineboard. Das ist ein Plastikboard aus Hartplastik. Das ist total absolut stabil, riesig verformt. Wird jetzt unter den Rücken geschoben im Sitzen und gleich wird der Popo draufgezogen. Und dann haben wir den Patienten schon so gut wie auf diesem Board drauf. Und ziehen ihn dann achsengerecht. Das bedeutet, die Wirbelsäule wird nicht wie so eine Schlange gewunden, sondern wirklich gerade nach oben. Und die ist auch, die Wirbelsäule oder der Hals auch mit diesem Stiffneck fixiert und somit ist die Wirbelsäule immobilisiert. Jetzt wird auf das Brett gezogen, dann wird er im Fahrzeug auf diesem Brett fixiert. Das macht man im Fahrzeug. Und dann wird er auf die Trage gelegt und dann wird das ganze System mit dem Patienten nochmal fixiert und der Kopf auch nochmal extra stabilisiert. Weil Sie müssen bedenken, wir fahren eventuell gleich mit dem Rettungswagen über die öffentlichen Straßen. Jetzt will ich nicht meckern. Aber es gibt auch Schlaglöcher. So, und er kommt jetzt also in den Rettungswagen und wird da auch weiter dann noch medizinisch versorgt natürlich. Ich habe immer wieder Anrufe, wo der Ehepartner anruft, die fahren nicht. Ja, weil wir den in dem Rettungswagen erst versorgen und fertig machen. Das nützt ja nichts, wenn der uns unterwegs, der Zustand schlechter wird oder sogar verstirbt.